Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich mal wieder ein ganz leckeres Rezept und zwar ein Blumenkohl-Curry, den ihr in nur 3 Minuten nachmachen könnt. Der schmeckt super lecker für Asia-Fans, also wirklich ein super geiles Rohkostrezept. Ich selber bin total süchtig danach, seitdem ich es entdeckt habe. Ich habe das auch schon auf einen Potluck mitgebracht und alle waren so begeistert, dass ich wusste, Claudia, du musst es jetzt mal unbedingt zeigen hier auf YouTube. Also es ist soweit, bleibt dran und dann könnt ihr es direkt nachmachen und mitessen. Und ich fange schon mal an. Mmh. Ehrlich göttlich, ich liebe es. Mann, oh Mann. Meine Lieben, dann wollen wir mal loslegen mit unserem super leckeren Blumenkohl-Curry. Wir brauchen dazu natürlich einen Blumenkohl. Hier habe ich einen ganz frischen aus dem Biomarkt. Wir benötigen weiter rotes Curry. Auch das habe ich aus dem Biomarkt. Das sieht dann so aus. Richtig lecker und riecht super. Wir benötigen frischen Koriander. Nicht zu wenig, ruhig eine ganze Handvoll. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Zutat dazu. Und ein bisschen Ingwer, nicht das ganze Stück, das ist zu viel. Sowie eine Knoblauchzehe, eine Tasse Cashewkerne und frische Erdnüsse. Das werden wir jetzt alles zusammen zum perfekten Curry zubereiten. Also zunächst einmal müssen wir den Blumenkohl von dem ganzen Gedöns hier frei machen. Das geht ganz schnell. Tock, 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 tock. Schon haben wir ihn ganz für uns. Leg ihn mal hier hin. Schmeißen wir jetzt alles weg. Aber wir müssen den natürlich noch waschen. Also bis gleich, meine Lieben. So, der Blumenkohl ist gewaschen. Den schneide ich jetzt in kleinere Stücke. So. Und dann benötige ich einen Mixer. Wenn ihr keinen Thermomix habt, ist das nicht schlimm. Ihr kriegt das auch mit einem normalen Mixer hin. Ich habe jetzt den Thermomix. Da geht es natürlich perfekt. Zack, alles da rein. So, meine Lieben, sieht das aus. Es ist also eine richtige... Ja, ein bisschen zu viel Wasser gewesen dabei. Deswegen ist das etwas... weniger trocken. Also bitte achtet darauf, dass ihr das Wasser besser abgießt als ich. Mein Blumenkohl war etwas zu feucht. Nichtsdestotrotz funktioniert das wunderbar. Also alles da rein. Und jetzt müssen wir noch die Soße machen. Die geht auch ruckzuck. Dafür brauchen wir lediglich eine Tasse Cashewkern. Ich mache das jetzt mal mit der Hand. 1, 2, so das wird ungefähr eine Tasse sein. Dann 1 Esslöffel rotem Curry. Auch das mache ich nach Gefühl. So, das wird ungefähr 1 Esslöffel sein. Ein Stück von diesem Ingwer. Da schneide ich die Schale ab. Finde ich irgendwie hygienischer. Man weiß ja nicht, wer da schon alles dran gepackt hat. So, also ihr seht, jetzt ist das so ein großes Stück, ist gar nicht so groß. Und eine Knoblauchzehe, eine etwas größere, tue ich mal rein. Zack, sowie ganz, ganz viel Salz. Das ist hier drin Himalaya-Salz, also auch noch ein sehr gesundes Salz. Zum Schluss wird das Ganze abgedeckt mit Wasser. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist ungefähr auch eine Tasse Wasser. Und jetzt malen wir das Ganze zu einer richtigen Creme. Ich tue es mal wieder im Thermomix und dann haben wir wahrscheinlich in 10 Sekunden oder 20 Sekunden eine richtig geniale, leckere Currycreme. So, die Creme ist fertig. Ganz schön flüssige Angelegenheit, also sauen tut ihr hierbei hundertprozentig, zumindest ich. So sieht das jetzt aus und das kippen wir einfach über unser Curry, so,
Und jetzt schneiden wir zu guter Letzt den Koriander in ganz kleine Stücke. So. Und das geben wir jetzt auch darüber komplett. Und wer es mag, also ich liebe es, dass auch noch Erdnüsse dazu kommen. Die knacke ich am liebsten selber und gebe sie im Anschluss einfach dabei. Da das jetzt ein bisschen länger dauert, mache ich mal den Schnellvorlauf. If you listen to your inner voice, you don't have a choice. Hey my darling, are you falling? You're getting deeper to the ground. No doubt, this is the way you've lost your crown. Way down, and all around you there's a crowd. They start to wound you while you shout. You've got to listen to the sound. This is my life. You've got the chance right in your hands. This is my time. No time to wait, don't hesitate. I will survive. If you're trying to believe in what you're loving, you're receiving. Listen to the sound. This is my life. You've got the chance right in your hands. This is my time. No time to wait, don't hesitate. I will survive. If you're trying to believe in what you're loving, you're receiving. Jetzt ist auch die letzte Nuss drin im Pöttchen. Wir können mal hier den ganzen Dreck ein bisschen nach hinten schieben. Und jetzt rühren wir das Ganze lecker zusammen. Oh, ich sag euch eins, das ist so lecker. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte momentan. Wenn ihr jetzt 100% Rohköstler seid, müsst ihr vielleicht nicht diese Erdnüsse nehmen, denn soweit ich weiß, sind die auch geröstet. Sondern dann müsst ihr wahrscheinlich aus dem Vogelfutterbedarf Erdnüsse holen oder aus dem Bioladen. Weil normalerweise werden die immer geröstet. Fragt mich nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen. Ich finde es halt, ja, was soll ich machen, ne? Wenigstens sind die Bio. Ja, und jetzt, Leute, das ist so eine leckere Angelegenheit. Oh mein Gott. Also Mund auf. Und... Ja, viel Spaß beim Nachmachen, meine Lieben. Das könnt ihr auch gut auf die Arbeit mitnehmen. Wenn ihr die Erdnüsse jetzt nicht gerade selber schält, so wie ich, seid ihr wirklich mit diesem Teil hier in 3 Minuten fertig. Einmal bumm, Blumenkohl mixen, einmal zack, Cashew-Soße drauf und fertig. Buon Appetito! If you listen to your inner voice, you don't have a choice.